So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend 18 bis 19 Uhr ist auch wieder die Raid-Stunde. Von 18 bis 19 Uhr an jeder Arena der aktuelle Raid-Boss 5er Legendäre. Weil es aber gar keine 5er Legendären gibt, gibt es halt Ultra-Pforten mit Ultra-Bestien, also Schlinking. Raidet ihr noch Schlinking? Ja, nein, vielleicht, kreuzt es an. Ich finde das Teil einfach richtig genial, so vom Design her, da hätte ich gerne einen 100er. Mache aber trotzdem nur meine zweitäglichen Pässe. Aber in der Raid Mania, in der Raid Stunde, was wir draus machen, eine Raid Mania, lasse ich mich natürlich einladen von euch und versuche die eine Stunde durchzuraiden, jeden anzunehmen, der mich da einlädt. Wenn ihr also unterwegs seid zur Raid Stunde, um eure zwei freien Pässe wegzumachen mit euren Homies und habt mich in der Liste, ladet mich ein. Wenn ich reinkomme, bleibt drin, wir schaffen den auf jeden Fall, denn ich schaffe den auch alleine. Also schaffe ich es auch, selbst wenn wir nur zu zweit wären. Beim letzten Mal haben Leute eingeladen, ich bin reingekommen und die sind dann raus und haben mich alleine gelassen. Das gab keinen Raidmania-Punkt. Ladet ein, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr Bock habt, wenn ihr einen Raid habt, wenn ihr versucht, einen Punkt zu kriegen oder eine Interaktion zu machen. Ansonsten, genug Raidmania, jetzt Raider Mittwoch und die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Hafixperion, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht, der Hafer Expression. Hier eine Einsendung für Raider Mittwoch, durch das Münzen-Event gefangen, 100% Dicta, heißt auf YouTube XD Playing. Das ist die allererste Einsendung, die überhaupt je ein Mensch getätigt hat über Campfire. Also wenn ihr nicht wisst, was ist das denn für ein Messenger? Das ist Campfire, da kannst du nämlich auch schreiben. Und Hafer Expression ist der Erste, der über Campfire was eingereicht hat. Vielleicht sollte ich in Zukunft festlegen, Einreichungen nur noch über Campfire, was halt nur 5% aller Pokémon-Spieler hat. Bei den anderen geht's nicht. Mal gucken, wann sie es freischalten für alle. Kaiser Kai, das hat meine Schwester bekommen. Radfratz, merkt euch das mal. Die Schwester vom Kaiser Kai. Kaiser Kai selber, so jetzt habe ich das auch endlich. Shiny Schlurp, dann haben wir Laura. Heute bekommen für nächste Woche Raider Mittwoch. Sieht schön aus, oder? Die Feuerwehrfrau ist das nämlich. Die Laura hat einen Radfratz bekommen. Jetzt ist Laura offiziell die Schwester vom Kaiser Kai. Aber merkt euch das immer mal noch. Wir gehen mal dann noch weiter. Maximilian Rieder. Jetzt muss ich mal hier oben kurz. So. Maximilian Rieder hat hier wie Bisa für NDV einen Shundo Dragoran bekommen. 3600. Da fehlt noch was. Ist noch nicht gemaxt. Guckt euch das an. Dann bin ich wieder Glücksfreund geworden mit David and Kathy. Mit Hafer Expression. Mit King Hammer. Mit Black Viper Cat, Master Gossi hat einen Galamauzi gefangen, Shiny, oder gebrütet, genau wie Rabauz, gebrütet, auch endlich in Shiny, Mamfaxo hinterher, bin sehr zufrieden mit dem blauen Mamfo, hat auch 3 Sterne, ist also recht gut, natürlich so lassen, Glücksfreund mit Chefe24.de. Dann, was ich richtig genial fand, deswegen muss ich es hier nochmal mit reinpacken, ich habe nach dem C-Day mit Pupsi Teddy Ursa hin und her getauscht. Und das dritte oder vierte ist direkt ein Lucky geworden. Ich bewerte das, ist es 100% Lucky Teddy Ursa nach dem C-Day, was ich gleich noch durchentwickelt habe und bei Max und Monday ja dann gepusht habe. Das ist immer noch ein Highlight von mir. Aber ist alles nichts wert, wenn wir beim Kippen 18 gucken. Kannst du Raid am Mittwoch das Bild machen ins Video rein? Yo, das ist das beste Deutsch, grammatikalisch richtig und überhaupt Ausdruck, den ich je gehabt stehen. Dieses Ursaluna in Albertslund, Dänemark, ne? Shiny 100%, aber ist nicht mal gemaxt. Max das doch, Bruder und Schwester. Merkt euch das Thema mit der Schwester. Matze, der ist neu. Gleich direkt Shiny Gladiantri. Gibt es ja jetzt seit dem Rocket-Event, der Rocket-Übernahme, neu in den 12-Kilometer-Eiern als Shiny. Bleibt danach natürlich auch noch drin, also gönnt euch 12-Kilometer-Eier. Bier-Benny. Bier Benny, 10er Ei, Shiny Galabafloss.
Dann was ganz Spektakuläres. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich habe einen Aufruf gemacht, dass ich jemanden suche, der einen Galalabados hat. Ich habe den Abenteuerrauch gemacht und im Abenteuerrauch kam bei mir ein Luxtra, was ich schon mega nice fand, und dann kam ein Lavados. Das erste Lavados, was mir hingestellt wurde auf dem Main-Account, das habe ich gefangen, aber das war nicht alles, denn 23, 26, 28 kam das nächste Galalavados, was natürlich geflohen ist, aber zwei Galalavados in einem Rauch fand ich auch schon mega brutal. Eins habe ich wie gesagt gefangen, eins ist geflohen, Luxtra habe ich mitgenommen und der Aufruf steht immer noch, wer ein Galalavados hat und Glücksfreund mit mir ist oder wird, dem biete ich an, einen Mirror Trade zu machen, Galalavados gegen Galalavados, dann will ich das dann mal und so weiter. Das heißt, wenn ihr ein Galalavados habt, dann sagt Bescheid, dann versuchen wir Glücksfreund zu werden. Wenn wir schon glücklich sind, dann versucht ein Galalavados zu kriegen. Oder wenn wir schon glücklich sind und ihr eins habt, dann sagt Bescheid, dann gehört das euch. Der Erste, bei dem es klappt, der kriegt das. Und ich glaube, das ist was, was viele vielleicht wollen oder gut finden. Sarina hat ein Lavados, aber ist nicht lucky. Bockwurst King hat ein Lavados, aber ist nicht lucky. Ich öffne bei denen jeden Tag jetzt Geschenke und achte auf die Interaktion. Wer zuerst von denen lucky wird, der kriegt das. Vielleicht seid ihr es aber auch, wenn ihr euch jetzt ranhaltet. Also, wenn ihr eins habt, meldet euch, schreibt es halt hier drunter. Oder wenn wir lucky sind, guckt, dass ihr eins kriegt, bevor wir tauschen. Und dann könnte das euch gehören. Weiter geht's mit Luigi Sarada. Ja, hab mal ein neues Event-Shiny, Mamfak so auch gebrütet. Das kam mit raus, wie auch endlich Shiny Riolu, 100% Kaumalat und das Shiny Riolu hinterher aus dem 10 Kilometer Abenteuer-Event Wochenbelohnungsei. Ohne Event, das Wochenbelohnungsei, Endbelohnungsei. Luigi nochmal mit einem Shiny Visor, Shiny Bidiza. Da tauscht man alte C-Day Pokémons. Mit der Freundin Schwupp Lundo, Drati mit Baum. Ein Lundo, hey, sieht gut aus. 6-6 Pokehunter, Krypto, Shiny Glumanda, 100er Skalück, 100er Bronzel, Shiny Bidiza. Dann Shiny Bidiza, direkt danach Shiny Schlurp, innerhalb von einer Minute, innerhalb von 0 Minuten, ist ja beides 19, 100er Onyx erlöst. Aluhut, Shiny Mamfaxo, 100er Schlinking, dann 100% Krypto Tuska, also ein Truska, dann Shiny Dodo, Shiny Krypto Flunkiefer, Shiny Schlurp, Shiny Bidiza, Shiny Alola Radfratz, aber bei Koselinchen, also ist nicht Laura die Schwester vom Kaiser Kai, sondern Koselinchen ist die Schwester vom Kaiser Kai. Fragen über Fragen, aber es geht noch weiter, merkt euch das. 100er Zwirrlicht bei Koselinchen, Kikugi 100 bei Koselinchen und noch C-Day Ausbeute, seht ihr hier. Teddy, 4 Sterne, Teddy Ursa, Ursa Ring und Ursa Luna. Alles, die ganze Familie voll in 100%, das Ursa Luna sogar erlöst, nimmt man mit, okay, aus Olven, Nordrhein-Westfalen. Kaiser Kai, der winkt nochmal, der ist immer noch auf der Suche nach der Schwester mit dem Shiny Bidiza. Ist der nützlich, eh? Nee, der ist nicht nützlich, eh. Du hast es erlöst, eh. Und jetzt kannst du es verschicken, eh. Theoretisch, eh. Aber erst würde ich es noch entwickeln, eh. Und dann, nee, weiß ich auch nicht, eh. Das ist auch Lutherstadt, Wittenberg. Sehr gut. Dann hier, jetzt, Schocker der Woche, Mastermind. Guckt euch das an. Da macht man eine Schaljenge. Giovanni nur mit Irokex und zwei 10 WP Pokémon zu besiegen, schafft es knapp beim ersten Versuch und das kommt dann daraus, Hashtag Raider Mittwoch. Und was sehen wir? Durch das Upscreen ist die WP sogar ein bisschen verborgen und man sieht nur 365 WP, ein Irokex, mehr sieht man doch nicht, also wisch mal schnell weiter, was es wirklich ist, werdet ihr wohl nie erfahren. Dann haben wir hier Shenaya, 100er Schluck weg, 100er Natu, Shiny Mangunio, Shiny Bidiza aus dem Abenteuerrauch, Shiny Relaxo, 100er Bidiza, Arctos, zumindest hat der Ball einmal gewackelt, das ist schon was wert, man muss auch kleine Brötchen backen, weg Vara, FM aus dem Abenteuerrauch, auch interessant. Dann hier Shiny Krypto zu Biris, weibliches Molung. Da ist sie! Endlich kann ich nicht
Scheiben? Endlich kann ich nicht scheiben nach 11 gebrüteten Molungs. Sonst hat sie also immer gescheibt. Jetzt kann sie nicht mehr scheiben. Schreiben? Nicht? Endlich ist sie nicht. Ist aber doch. Ich verstehe es nicht. Gut, weibliches Molung. Zack, Markus hier. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Ich weiß, man sollte dieses Pokémon eigentlich nicht erlösen, da es stärker ist. Aber ich sammle 100er. Weißt du was? Hätte ich auch gemacht. Wenn du selbst ein 0er Krypto ist stärker als ein normales, deswegen, warum brauche ich unbedingt ein 96er Krypto, wenn ich daneben noch ein 91er Krypto habe, der Unterschied zwischen dem 91er und 96er so gut wie gar nicht da ist, das 91er trotzdem mega stark ist, ich aber das andere zu einem 100er machen kann, was später noch eine Mega-Entwicklung bekommt, während ich das Krypto nicht mega entwickeln kann, gönne ich mir doch ein 100er Mewtwo, was ich dann mega entwickeln könnte. Und alle anderen Kryptos, davon lässt man als Krypto und hat trotzdem eine starke, brutale Krypto-Armee, aber trotzdem auch ein 100er. Fertig. Hast du nichts falsch gemacht? Lass dir dann nichts einreden. Ist gemaxed auf 4724. So diesmal habe ich die Sterne mitfotografiert, weil beim letzten Video warst du dir unsicher. Bei Krypto Shiny Shiggy, aber du hattest dann recht gehabt. Ein Recht, ein Ramses für ihre Freiheit. Markus hier also nochmal mit dem Shiny Krypto Flunkiefer. Dann Alexander Ahringer, endlich Shiny Schlurp in Pokémon Go. Bei ihm ist alles endlich, außer das Universum, das ist unendlich. Shiny Schlurp, 100er Kauberlat. Endlich Shiny Alola Radfratz. Jetzt werde ich aber gräbelig. Ist der Alexander Ahringer etwa die Schwester vom Kaiser Kai? Was denkt ihr? Laura, Roselinchen oder Alexander Ahringer? Wer ist die Schwester vom Kaiser Kai? Bisher 3 Kandidaten. Sören, einfacher Tausch. Blöd nur, dass ich die Familie schon voll habe. Wie würdest du das regeln? Ich würde gucken einfach, dass ich die 3 besten höchsten Level aufhebe. Und wenn jetzt eins zum Beispiel nur WP 10 hat, das würde ich weghauen, keine Ahnung. Das sieht besser aus im Beutel, wenn die WP einigermaßen fett sind. Also wenn du eh nur von jeder Familie eins haben möchtest, guckst du einfach, höchstes Level aufgehoben, fertig. Ansonsten macht man damit ja nicht wirklich was. Sören zeigt uns noch ein aktuelles Bild von Thomas. Thomas Rothe. Wenn ihr den noch kennt, schreibt mal rein, kennt ihr den Thomas? Schreibt es mal in die Kommentare. Der streamt ja momentan viel GDA. Das merkt man, hat eine gesunde Hautfarbe bekommen. Der Schnauzer, der Pringles-Schnauzer, der Monopoly-Mann-Schnauzer ist auf jeden Fall am Start. Erkennt man ihn sofort wieder. So. Dann Marco FedEx, Shiny Mamfaxo, DQ, das allererste Ei aus dem Event gebrütet, nicht gelogen und es war sofort Shiny. Natürlich kam es, wie du siehst, von dir aus Hildburghausen, Thüringen. Das freut mich sehr, dass der jetzt Ramses heißt. Sieht auch so aus wie ich. Dann NetGhost, nimm das 100er von hinten und macht so Biohazard-Zeichen dran und schnell weg, bevor es brutal ist. 10, 10, 10. Hab ich in der Raidmania auch bekommen. Können wir uns die Hand geben, ne? Timo Rüger, auch hier. Shundo, kein L mit drin, ist kein Lucky. Shundo Dragoran aus Utah. Sag mal, ist getauscht von seinem amerikanischen Verwandten und ist dann 100 geworden durch Zufall. Selal ist zurück. Ja, man mögt es nicht glauben, aber doch, Selal ist zurück, hat wieder 150 Bilder geschickt. Ist aufgefallen, dass Selal weg war? Den meisten wahrscheinlich nicht. Lundo Tauboga, Shiny Onyx, Shiny Rattan, Shiny Lampi, Shiny Magnetilo, Shiny Ponida, Shiny Dicta, 100er Sejong. Erlöst es Fililu, Shiny Mangunio, Shiny Snubbull, Shiny Mogelbaum, Shiny Makabaya, Shiny Dicta, Shiny Driftlon, Shiny Weberak, Shiny Charmian, Shiny Schuppert, Shiny Zubat, erlöst es Gramurks, Shiny Traunvogel, Shiny Carapenis, 100er erlöst es Machrollo, 100er erlöst es Zubiris, Lundo Teddy Ursa, der macht mir alles nach, Shiny Habitak, erlöst es Staralili, erlöst es Pionsgora. Dann ein paar Memes über Zorua, weswegen ja die Auto-Catcher deaktiviert wurden, also wie Gotcha, Go Plus, sonst was. Zorua, yeah, ich habe euch beerdigt, Brüder, was geht ab? Auch Memes nochmal vom Go Plus, hier König der Möwen, ne, wie er das einfach wegwirft, braucht er nicht mehr. Wie der gute Wolverine im Bett liegt und dran denken, die Zeiten, wo das Go Plus noch ging. Geht ja mittlerweile wieder, aber war trotzdem lustig. Wenn du eine Frucht wärst, was wärst du? Faul.
Damit hat er mich erwischt. Zelal schickt immer lustige Bilder und Sprüche und Fotos mit rein. Ich weiß nicht. Er hat ja eigentlich immer eine schöne Ausbeute, aber es zieht sich immer so und alles so. Da will ich immer schnell durch, ne? Timo, jetzt hat Zelal abgelöst. Wir sind schon fertig mit Zelal. Der hat auch manche Dinge sogar doppelt geschickt, das gleiche Bild 5-mal, aber in einer anderen Reihenfolge. Da musst du immer aufpassen. Bei 150 Bildern sind wahrscheinlich nur 100 normal und 50 sind doppelt. Und unter den 100 normalen sind 50 Sprüche und 50 Pokémon-Sachen. Das ist immer sehr kompliziert. Timo Rüger ist zwar jetzt nicht das beste Hooper, was man haben kann, aber ist ein ganz besonderes Andenken, denn das hat er gefangen in meinem Stream, als er direkt bei mir neben dem Auto stand, weil er ja am Sonntag mittags losgefahren ist von Bayreuth nach Hildburghausen. Er hat gelesen, dass ich dann Stream 17 Uhr noch ein Raid mache am Kindergarten, also an der Climbing Fun Arena. Da ist er extra nach Hibo gefahren, ich so gerade am Stream, er kommt so an, hallo Ramses, ich bin's der Timo, ne? Dann hat er den Raid einfach vor Ort mitgemacht, wir haben noch ein Foto gemacht, dann ist er wieder zurückgefahren und alles, also das war unglaublich, das ist das, was er in dem Stream bekommen hat, was er in dem Stream mitgenommen hat. Heiko dann hier, Shiny Crypto, Machollo, 100% Bamfaxo, ein 98er Shiny Gladiantri, dann ein Schlundo, Chanera, Benjamin zeigt uns wieder, der hat Duos gemacht, Standpauke Würbler im Duo auch erledigt, zack, mit 64 Sekunden Restzeit, jetzt das schwerste Solo mit Matschbombe auch geschafft, Drachenrude und Matschbombe mit 57 Sekunden. Ist der Unterschied kaum spürbar, wa? Benjamin noch hier mit seinem Shiny Zubiris in Krypto, Shiny Machollo in Krypto, Hannes 100% Relaxo München Bayern, das sieht man, ist ein richtiger Bayer. Hannes, nein! Hannes ist die Schwester von Kaiser Kai. Hat Zelal nicht auch eins gehabt? Jetzt haben wir zwei Männer, zwei Frauen zur Auswahl. Wer ist die Schwester? Das ist eine 1-Million-Mark-Frage bei Wer wird Millionär. Wer ist die Schwester von Kaiser Kai? A. Laura. B. Cousinchen. C. Hannes. D. Schon wieder vergessen. Der andere, der noch übrig war, den ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. Egal. Ja. So, Hannes noch mit dem Shiny Magby, Hannes mit dem 100er Schlinking, Hannes mit dem Schlurp, Joel hier auch ein 96er, Hittenhäuser mit Mewtwo, Krypto richtig fett. Hast du schon 100er, bin ich? Ach, erlöse es ruhig, nimm das so mit. Oder wenn du ein schlechteres hast, was du erlösen kannst, aber es trotzdem mit 100er wird, macht man das natürlich auch. Skandalpara 100er, hupa! Und hat jetzt 5 Krypto, Mewtwo fast die 6er Armee voll. Gibt es jemanden, der auch 5 hat? Und gibt es jemanden, der vielleicht sogar 6 Krypto Mewtwo hat? Ist es überhaupt möglich, 6 Krypto Mewtwo zu haben? Oder ist das maximal 5? Ich habe jetzt 3. Ich hätte ganz easy ein 4. haben können. Aber ich bin dumm wie Scheiße und deswegen hat es leider nicht geklappt. Fadi hier nochmal. Shiny Krypto zu Biris, vielleicht was für Raid am Mittwoch, genauso wie das Flunkiefer, auch Krypto Shiny, Cumulus auch auf dem kleinen Account, Shiny Krypto, Henry aus dem Ei bekommen, ein kleines 100er Kikugi, BisaFanTV, vielleicht was für Raid am Mittwoch, auch 100er Schlingking, genauso wie Mega Graudon, Schlingking 100, dann die Feuerwehrfra. Hä? Beides? Habe ich die nicht am Anfang als allererstes gezeigt? Ich blick schon gar nicht mit. Ah, die hat das so, die hat da nichts rangeschrieben gehabt und jetzt hat sie es nochmal rangeschrieben. Deswegen, plus die Ausbeute vom C-Day, sieht man ja auch schön durchentwickelt alles. Das ist nämlich auch am C-Day gefangen, das Radfratz. Paul hat hier ein fettes Ramses in Bierschrift Graffiti Tag Sign gemacht. Finde ich auch cool. Ramses, der dichte 22 steht da noch, da wisst ihr nämlich, wie alt ich bin. 22, jung geblieben, ne? Dann haben wir Hallo für Räder Mittwoch, 100%, Hupa. Dann haben wir Andy Vorbeck. Mach weiter so, 100%, Robert. Das Problem ist, seht ihr schon, wenn ich das so abscreene hier, da fehlt halt alles vom Bild. Wenn ich das Bild aber alleine nur abscreene,
seht ihr einfach nicht, wer das überhaupt geschickt hat. Deswegen mag ich das eigentlich nicht, wenn man es über Instagram schickt, weil wenn ich das nur so zeige, sieht das halt doof aus oder hier ist so. Da fehlt halt immer alles. Robert, Andi. So, 100er Robert, Andi Vorbeck sieht man hier nochmal groß aus Güstrow. Güstrow, Grüße an Bierschanga. Guck mal, vielleicht kennst du ja einen Andi Vorbeck aus Güstrow und dann kommt Janina. Janina? Räder Mittwoch um die Ecke mit dem Bodo aus Güstrow. Dasselbe, was ich habe. Hätte ich meins gar nicht reinbringen müssen. Ist nämlich ja auch fett am Start. Richtig, die Güstrower Gang findet zusammen. Elke, Kokuna, 100. Fukano, 100. Owei, 100. Glücks, Schlurp, Shiny. Kaumala, 104 Sterne. Dings, Mamfaxo, Shiny und Schlurp. Bier, Shanga, Güstrow. Ich sage Güstrow. Güstrow, ja. Güstrow, immer die Worten, die absahnt. Dick da und Schlurp. Und dann pass auf, jetzt der Master Martin hat seinen Arsch noch gerettet, hat es noch rechtzeitig reingeschafft. Da macht man eine Challenge, Giovanni nur mit Irokex und 210 WP-Pokémon zu besiegen, schafft es knapp beim ersten Versuch. Das kommt dann da raus, Hashtag Raider Mittwoch. Jetzt hat er den Bewertungsscreen auch endlich mitgeschickt, vorher einfach nicht und nicht so, weiß keiner, was du jetzt meinst. 100% Krypto Mewtwo. Kann man zwar nicht mega entwickeln, aber das ist auf jeden Fall richtig fett, richtig selten. Ihr habt ja wahrscheinlich nur maximal 5-mal die Chance bisher gehabt, das zu bekommen. Und er hat es einfach. Das ist stark. Glückwunsch dafür. Das hätte der Schocker der Woche sein müssen. Aber ich habe trotzdem noch was ganz anderes, viel Besseres gefunden. Und ich sag's nochmal, ich suche mir nicht die Bilder selber raus aus den Gruppen, die ihr reinpostet. Ich nehme nur Bilder hier rein, die ihr mir privat selber wirklich schickt. Also wenn ihr in Telegram im Fanchat eure Fänge postet, um es den anderen zu zeigen, könnt ihr machen. Ich werde eure Fänge dort aber nicht abscreenen und hier mit reinnehmen. Wenn ihr mir in Telegram privat was schickt, dann nehme ich das mit rein, weil das heißt ja dann, ihr wollt, dass das hier gezeigt wird. Ich nehme nicht einfach eure Sachen und zeige die im Internet. Ich nehme nur das und zeige das im Internet, was ihr mir gebt zum Zeigen. Deswegen, das ist wichtig. So, jetzt der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht Daniel Schilling, aber Bernd. Nicht Bernd das Brot, aber Bernd der Lacker, ne? Weil der Lack gesoffen hat. Gut, lasst es mal auf euch wirken. 4 Sterne. Das kann ja gar nicht alles so lang her sein, weil das Schlingking ist momentan in Raids. Das ist hier ein getauschtes. Das ist ein 100% Schlingking aus einem Tausch. Das muss jetzt erst gewesen sein, das ist nicht alt. Aus einem Raid zu kriegen ist schon mit Glück verbunden. Im Glückstausch 100 zu kriegen ist sehr fein. Der Hintergrund bei ihm passt. Das ist ein richtig dunkles Monster mit diesem Glückshintergrund. Sieht richtig genial aus. Ursaluna war am Samstag der C-Day. Ist also aktuell, ist nicht einfach ein 100er Ursaluna und alles, was man dann entwickelt hat, zack, sondern es ist ein Shiny 100% Ursaluna vom C-Day am Samstag und am Sonntag gab es Hoopa-Raids, ein 100% Hoopa. Am Samstag C-Day richtig abgestaubt, 100% Shiny mitgenommen. Selbst wenn das jetzt gezielt gesucht worden wäre mit Map oder irgendwas, 100er abgegrast, bis das Shiny kommt, ist ja trotzdem das Schlingking random, ohne dass man das direkt beeinflussen kann. Und das Super genauso random aus dem Raid heraus, ohne dass man das direkt beeinflussen kann. Und das ist auf jeden Fall eine richtig fette Kombination. Wir haben viele Hooper gehabt, wir haben viele 100er Schlingking gehabt, wir haben auch Shiny Ursaluna gehabt mit 100% und alles. Aber dass einer alles vereint und alles an einem Ort in so kurzer Zeit, das finde ich auf jeden Fall mega brutal. Für mich das, der persönliche Schocker der Woche, Krypto Mewtwo 100%. Haben wir in der Vergangenheit nämlich auch schon gehabt, aber das ist das Einmalige, was ich jetzt sehe. Das ist krass, Grüße an Bernd, da mache ich mich gleich nass. Wir sehen uns heute Abend 18 Uhr in der Raid Mania, wenn ihr unterwegs seid und mich einladet. Ich freue mich drauf, hat Spaß gemacht, beim letzten Mal wird es heute auch und abends dann noch Raw. Ansonsten, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.